Neufundland kerne de Reise Travel Selmkgenzi Seltsamkgenzi. Ein Reisebericht von de Seltsamkgenzi. 4. Das da hinten ist es. Der Mann beim Wohnmobilverleihen nickt Richtung Parkplatz. Das da hinten ist ein Wohnmobil von der Größe eines Bahnwaggons. Oder beinahe. Vor meinem inne unbekanntes Zeichen Rinnauge ziehen augenblicklich Wendemanöver auf Waldwegen, in Randstreifen eingesunkene Reifen und die Suche nach 3 bis 4 hintereinander liegenden freien Parkboxen auf. Ob Sie vielleicht eines 3, 4 Nummern kleiner haben? Haben Sie nicht. Alles ausgebucht. Hochsaison. Sie werden sich in dem wie zu Hause fühlen, sagt der Mann beim Wohnmobilverleih. Es gibt nichts Schöneres, als mit so einem Fahrzeug durch die Wildnis zu rollen. Dann wollen wir mal. Von Halifax in Nova Scotia Richtung Norden, mit der Fähre rüber nach Neufundland, dann wieder Richtung Norden, bis es nicht mehr weitergeht. Anschließend auf der anderen Seite von Kanadas östlichsten Provinzen zurück, und das alles in 14 Urlaubstagen. Während der ersten Stunde Wohnmobilfahrt kommt Kanada nicht so recht zum Zug. Kurven unbekanntes Zeichen Lage und Verhalten am Berg stehen im Vorder unbekanntes Zeichen Grund, zum ersten Mal im Leben wird für über 250 Dollar getankt. Und wieso ein bewohnbarer Sattelschlepper bei einer Vollbremsung reagiert, gleich mal testen. Aber abseits seiner Küsten ist Nova Scotia sowieso nicht besonders spannend. Aber dann nach einer kleinen Brücke auf Cape Breton ist alles anders. Plötzlich sind da Wälder, überall, tiefe, dunkle, bis zum Horizont. Und am Horizont angekommen, reichen neue Wälder schon wieder bis zum nächsten. Die Straße führt schnurstracks geradeaus. Irgendwann haben sich Wälder und Zeitverschiebung heimlich vor Bühnen unbekanntes Zeichen Date und einen hypnotischen Tunnel gebastelt, der einen einzusaugen droht. Dann ist es besser, sich um ein Zuhause für die Nacht zu kümmern. Landschaften wie Melodien. Am nächsten Morgen nieselt es, aber davon lässt sich dieses Cape Breton nicht einschüchtern. Oh nein, wenn Landschaften Melodien sein können unbekanntes Zeichen Tin, dann wäre der Norden Nova Scotias der Fortissimo Part einer Ouvertüre, die mit mehr Pauken und Trompeten und Chingderasabum daherkommt als Wagners Walküren. Ist das ein Land? Im Innern drückt sich die Straße an lotrecht stürzenden Wänden entlang, tief unten glitzern Seen wie Pinselstriche aus feinem Silber. Die Wälder sehen aus, als wüssten sie Dinge, die der Rest des Planeten vergessen hat, an die sich nur noch sie erinnern können, sie und der Wind. Und an den Küsten klatschen Land und See in schäumendem Aufruhr zusammen. Gischtfohn. Tänen schießen hoch hinauf in die Nebelwände. Es riecht nach Salz und Tang, und der Sturm drückt heulende Beulen in die Welt. Wer hier an unbekanntes Zeichen hält und aussteigt, ist in 20 Sekunden salzglasiert. An einem kleinen See irgendwo im Inselinnern gibt es dann den ersten Elch. Er liegt nach einem kurzen Ich vertrete mir mal die Beine Spazier unbekanntes Zeichengang mehr oder weniger einfach auf dem Weg. Offensichtlich hat er gerade zu Mittag gegessen, er gibt komische Grunz- und Schmatzgeräusche von sich, während er aus seinen großen Elchaugen hinüberschaut. Ein lauter Rülps, dann fahl unbekanntes Zeichen lehn ihm die Augen zu, nicht zu fassen. Dann folgt leises Schnarchen. Geschnarcht wird später auch auf der Überfahrt von Cape Breton nach Neufundland, einige Fahrgäste halten ein Nickerchen. Alle anderen sind putzmunter und tanzen zur Musik einer Liveband, die auf einer kleinen Bühne in der Bar schottische Freiheitslieder aus dem 18. Jahrhundert spielt. In Neufund unbekanntes Zeichenland haben sich viele schottische Auswanderer niedergelassen, solche Musik kann man vor allem an der Westküste überall hören. Ein Lied über unsere Heimat, kündigt der Sänger die Zugabe an. Anschließend singt er, von Neufundlands Küsten, die seine Vorfahren an die Schott unbekanntes Zeichenlands erinnert haben. Schluss mit Kanada. Die Fähre legt an. Wir fahren von Bord und weiter Richtung Norden und dann immer geradeaus. Irgend unbekanntes Zeichen wie ist es gleich spürbar. Mit den Kilometern wird das Gefühl stärker, und der Blick auf die Karte schafft Gewissheit, hier ist langsam Schluss.
Schluss mit der Zivilisation, Schluss mit Kanada. Etwa ab Greenpoint. Oder ab Daniels Harbor. Die Bäume weichen zurück, werden erst mickriger, dann deutlich weniger. Dafür kommen die Sümpfe, Tümpel, kleine Seen, große schimmernde Flächen. Das Land wird weit, das Land wird offen, das Land wird leer. Zwischen hier und Grönland leben nur noch ein paar tau unbekanntes Zeichen Sendmenschen. Hier geht Kanada zu Ende. Und ein paar hundert Kilometer weiter nördlich nur unbekanntes Zeichen der die neue Welt entdeckt von den Wikingern, wahrscheinlich um das Jahrtausend herum. Der erst unbekanntes Zeichen T auf kanadischem Boden geborene Wikinger hieß übrigens Snorre. Wie der aus Wiki und die starken Männer. Nachfahren der Wikinger. Solche Geschichten erzählen sie überall und immer wieder, die Menschen in den kleinen Lebensmittelgeschäften, die Tankstellenpächter und die Campingplatzbesitzer, wenn sie einem beim Einparken des großen Wohnmobils Gehol unbekanntes Zeichen Feen haben. Dass die Inuit eigentlich Nachfahren der Wikinger seien, ganz bestimmt. Dass es im Innern Neufundlands 20 mal so viel Wölfe wie Menschen gebe. Und dass der Eisberg, der einst die Titanic versenkte, so nah an der kleinen Stadt Villingate an der Ostküste vorbeigetrieben sein soll, dass er locker hätte weggeschleppt werden können. Wenn zu ahnen gewesen wäre, auf wel unbekanntes Zeichen Kim unheilvollen Kurs er sich befand. Eisbergwatching-Zentrum. Villingate klammert sich so an den Rand neu unbekanntes Zeichen Fundlands, als habe es Angst hinunterzufallen. Der sympathische Ort macht sein Geld tatsächlich unbekanntes Zeichenlich mit Eisbergen, die mit der Strömung aus Grönland kommen. Weil so ein bläulich schimmernder Eisberg ein ziemlich tolles Erlebnis ist, hat sich das Städtchen zum Eisbergwatching-Zentrum Neufundlands, ach was, der Welt eher unbekanntes Zeichen nannt. Leider lassen sich heute keinerlei Eisberge von den Aussichtspunkten an der Küste aus markieren. Aber ein feiner, leerer Campingplatz. Das Wohnmobil lässt sich direkt am Rand einer klein unbekanntes Zeichen Nehmklippe parken. Während eines Biers auf ei unbekanntes Zeichen Nehmfelsen ackert sich draußen über dem Meer die Sonne durch die eherne Wolkenschicht. Ein warmes Licht strömt über das Land. Und hinten. Am Horizont ist bereits zu sehen, wie der Abend ein kleines Eckchen Ewigkeit auf die Erde holt. Am nächsten Morgen die Küstenerkundung. Rest Kanada hat seine Seen, Neufundland hat Buchten, Landzungen und Halbinseln. Selbst dort, wo die Küstenlinie auf der Landkarte für ein oder zwei Zehn unbekanntes Zeichen Timeter relativ gerade ausschaut, fair unbekanntes Zeichen läuft sie in Wirklichkeit wild gezackt. Kartografenmaßstäbe sind viel zu plump, um Neufundlands Feinziesel unbekanntes Zeichen Lierte Gestade nachzuzeichnen. Jen unbekanntes Zeichen Tier jeder Kurve recken sich Fels unbekanntes Zeichen Nasen und Vorsprünge neugierig ins Meer. Jede Siedlung hat mindestens zwei oder drei dieser geologischen Halotris. Fast überall haben die Menschen sie in Beschlag genommen, haben kleine Hütten auf sie gesetzt, Stege gebaut, Stufen in den Fels geschlagen. Als wollten sie jeden Quadratmeter nutzen, ihren Nachbarn aber gleichzeitig Platz und Luft las unbekanntes Zeichen Senior. Als wollten sie sich vergewissern, dass ihre Heimat ein Land für alle bleibt. Und eines, in dem die Dinge Raum zum Atmen und Wachsen haben. Erstaunlicherweise bleibt einem ein Stück davon, ein Stück von der Ruhe, von der Luft, von dem Gefühl, durchatmen zu können. Es ist einem nicht ganz klar, woher es kommt, dieses gute Gefühl. Doch das hat Kanada mit einem G unbekanntes Zeichen macht, das ist die Weite Neufundlands und das sind die Wälder von Nova Scotia, die das angerichtet haben. Und so geht es weiter, auf die Fähre und in Nova Scotia wieder hinunter und zurück bis nach Halifax, wo man dem Mann vom Wohnmobilverleih ein Es gibt wirklich nichts Schöneres, da hatten sie recht zuruft.